Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Nandos, der Let's Play Opa. Wir erleben hier Life is Strange True Colors. Und wir machen weiter mit der guten Steph. Ursprünglich kommend aus Arcadia Bay. Und jetzt gelandet in Haven Springs. Und wir müssen das erste Telefonat führen da. ja, ansehen, quatschen, Telefon, ja, da. Wir müssen da mal rangehen. Ich mag keine Telefone. Ah, nee, ganz so schlimm ist er nicht. Gut. Ran an den Feind. Hallo? Du bist auf KRCT Radio und redest mit Steph. Hey, ist das der Plattenladen? Irgendwie schon. Kommt drauf an, was du mit das meinst. Was? Also, das ist eine Radiokabine in einem Plattenladen. Und die Stimme, mit der du sprichst? Ich bin eine DJ, die auch im Plattenladen arbeitet. Doch dieser Anruf ist, wie zuvor erwähnt, für das Radio. Verstehst du? Nein. Kann ich dir einfach meine Bestellung durchgeben? Nö. Du gibst sie an wen auch immer weiter? Klar. Warum nicht? Nice. Okay. Also einmal Goodbye Means Forever von Kim Snyder. Going Our Separate Ways von The Seagulls. Don't Let the Door Hit You von Robbie Rooster. Oh Mann. Oh Mann. Was? Gar nichts. Nur, für wen sind die? Für meine Freundin. Ich habe die auf ihrer Wunschliste online gesehen und wollte sie überraschen. Du weißt ja, support your local dealer und so. Ja, ja, cool. Alter. Ich glaube nicht, dass er checkt, dass seine Freundin sich mit Trennungsmusik eindeckt. Nicht so wirklich. Okay, hör zu. Ich frage mich, ob deine Freundin vielleicht Signale sendet, die du, naja, nicht verstehst. Ja, kapiere ich nicht. Okay, Mann, hör zu. Ich glaube echt, dass deine Freundin bald Schluss macht. Alter, woher willst du das wissen? Nö, kein Plan. Vielleicht kann ich hell sehen. Ja, ja, what ifs. Danke, dass du KRCT angerufen hast. Ja, erhältst du es aber nicht. Klebedino, Dinos ansehen. Wieso kann ich die jetzt nicht werfen? Ich wollte das während des Gesprächs eigentlich jetzt nicht machen, aber na gut. Werbung vorlesen. Ja, ich habe da so ganz zwischendurch mal kurz eine Bemerkung. Ich nehme das jetzt schon zum zweiten Mal auf, diesen Teil. Weil ich die erste Aufnahme irgendwie vollkommen versimmelt habe und das führte dann dazu, bedingt durch das Speichersystem dieses Spiels, dass ich dann den ersten Teil, also das, was wir in den letzten beiden Teilen, glaube ich, mittlerweile schon, ja, ich glaube, zwei Teile, ne? Ich glaube, ja, von Steph hier nochmal komplett durchspielen musste, um wieder an diesem Punkt hier letzten Endes zu landen, Ja, ja, ich bin halt der Let's Play-Opa, was will man machen? Nee, ich, ja, da passieren solche Dinge schon mal. Naja, und ich hoffe mal, dass ich nichts falsch gemacht habe. Oder viel groß oder großartig anders gemacht habe bei diesem neuen Durchlauf, ne? Und ich versuche das so einigermaßen nachzuspielen. Okay, ich habe heute noch andere Nicht-Radio-Sachen zu tun. Ja, wir müssen aber hier noch Werbung vorlesen. Ich weiß gar nicht. Was hatten wir? Oh, da fängt schon an. Achso, es sind ja nur diese beiden. Oh ja, das ist, ich weiß gar nicht. Letztes Mal hatte ich mit Work als angefangen und jetzt habe ich diese Geschichte mit dem, also bei, ne, ihr wisst schon hier, beim zweiten Durchlauf mit der Eiscreme-Geschichte hier weitergemacht oder damit eigentlich angefangen. Somit. Ja, egal. Dann, was haben wir hier als erstes stehen? Ich gehe mal hier auf die Blättern. Und jetzt? Eine Nachricht von einem der Sponsoren von KRCT, die Black Lantern. Hier in Haven ist die Black Lantern bekannt für
Ihrem wertigen Besitz Sie Ihre historische Ausstattung. Die historische Deko. Wo kann man sonst unter einer benutzten Spitzhacke und einem Einschussloch speisen? Ganz genau. Nirgendwo. Und dann gibt's da noch das Essen. Probiert in der Lantern. Die besten Burger. Erstklassige Burger. Die besten Burger im Umkreis von 30 Kilometern. Mit Abstand. Geht heute noch zur Black Lantern. Und sagt, Steph schickt euch. Ich habe keinen Plan, ob ich das auch nur halbwegs richtig gemacht habe. Und die Nuss werfen, also habt ihr da irgendwas? Ich habe jetzt jedes Mal drauf geklickt, ne? Aber irgendwie was gebracht hat, keine Ahnung. Ich mache mal hier mit der Werbung weiter, damit wir das. Ich gehe mal ganz kurz auf Ansehen. Kein absoluter Totalausfall bisher. Ja. Ich muss sie nur alle vorlesen. Eben. Was habe ich denn da? Preise der Turn inklusive aller Dinge, authentische Atmosphäre, gutes Essen. Ja. Ich hatte hier diese Geschichte als erstes gemacht, also jetzt hier im zweiten Durchlauf. Neu in der Innenstadt von Jason Fries, wurde von Eheleuten Sony Albanians gegründet. Das habe ich bloß so gemacht. Bitte nennen Sie nicht so, unser Nachname ist Anderson. Ah, da, das habe ich falsch gemacht. Das hatte ich, habe die dann als Sony und Angela Evidence angepriesen. Ja, okay. Ist ja auch ein bisschen blöd irgendwo. Ne? Ich meine, die nennen sich Evidence Ice Cream und wurden von Sony und Angela Evidence gegründet. Dann wollen sie sich aber als Anderson. Egal. Naja, okay. Ist dumm gelaufen. Ich guck mal, ob ich das jetzt hier wenigstens hinkriege. Findet seit 2002 Jobs für die Einwohner von Colorado. Einfach intuitives Jobportal. Lizenzierte Karriereexperten. Die Kandidaten und Stellen aufeinander abstimmen. Wird von führenden Unternehmen in Technologie und Unterhaltung genutzt. Kostenlose Probemitgliedschaft mit dem Code IRCT. Das wird ein kleines Fiasko. Ja. Und hier kommt etwas von einem unserer Sponsoren. PutToWorkColorado.com findet seit 2002 Jobs für die Einwohner von Colorado. Und zwar mit ihren lizenzierten Experten. Diese Leute sind wie Karriere-Sherpas, die euch helfen, die Spitze eurer Jobwünsche zu erreichen. Aber Steph, sagt ihr, ich bin ein einzigartiger Künstler mit hochspezialisierten Fähigkeiten. Nie im Leben haben die einen Job für mich. Dazu sage ich, nicht mit dieser Einstellung. Und nur für meine Zuhörer gibt es eine Gratis-Probemitgliedschaft mit dem Code KRCT. Ich hoffe, dass das jetzt mal einigermaßen richtig war. So, wir gehen mal. Denn wir haben ja hier noch Dinge zu tun. Okay. Ah, da habe ich noch was vergessen, glaube ich. Aber bei der letzten, das muss ich jetzt nochmal machen. Sorry, das habe ich jetzt beim wiederholten Spielen leider verpennt. So, den Aufsteller muss ich mir auch noch angucken. Den habe ich. Wen will ich eigentlich verarschen? Ich wäre so krass zu ihrem Konzert gegangen. Genau. Das Paket, das müssen wir uns leider nochmal angucken. Tut mir sehr leid. 2 Jahre lang kein Kontakt. Und dann dieses geheimnisvolle Paket. Well played, Mikey. So. Geht ja schnell. Ne, auch wenn wir das schon kennen. Vielleicht habe ich ja noch das ein oder andere beim ersten Mal übersehen. Keine Ahnung. Ein alter GM-Kram? What the fuck? Mit Mikey ist die Nostalgie durchgegangen. Ich sollte das alles durchsehen. Ja. Dann gehen wir mal hier schön der Reihe nach vor. Moment, ist da noch was? Kann ich hier auch noch irgendwie, weil da noch Dinge drin liegen? Aber nein, da geht nichts. So, erstmal ansehen. Mein altes Notizbuch. Papa muss es in meinem Zimmer gefunden und Mikey gegeben haben. Unter Schaum und Gischt. Perfekte Stadt, Rubine und Feuer zurück.
habe keine Ahnung, was ich beim ersten Mal gewählt habe. Ich nehme mal hier, wahrscheinlich habe ich das, keine Ahnung, ich nehme das einfach mal. Die Sache mit dem Würfel kann mich erinnern, weil die Zahl wäre auch die gleiche. Es wäre echt toll, wieder Kontakt mit Mikey zu haben. Ja. Ist echt ewig her. Das stimmt. Aber bin ich auch bereit, wieder GM meiner ganzen Kampagne zu sein? Fuck yes, das bin ich. Ja, sowas von. So, lesen? Oh mein Gott, was für ein Throwback. Nicht lesen, Warnung. Weiterlesen resultiert in Charaktertod durch plötzliches und unerklärliches Organversagen. Okay. Hier kann ich nichts mehr hin. Gehe ich erstmal zurück. Erst dann kann ich hier was machen. Elmon Wolkenbrecher. Geschlecht männlich, Klasse Zauberer, Stufe 14, Biografie. Elmon, Zauberer des dritten Zirkels und ehrwürdiger Ratgeber von König Tiberius, vernahm den Ruf der Magie schon in seiner Kindheit. Als Sohn von Bauern in dem Dorf Herbstgräber versteckte er seine Fähigkeiten jahrelang aus Angst von den Dorfältesten verstoßen zu werden. Als junger Mann wurde Elmon wagemutiger und verließ schlussendlich Herbstgräber, um in der legendären Halle der Zirkel unterrichtet zu werden. Nun bereist er die Welt auf der Suche nach Wissen, guter Gesellschaft und etwas Gold. Fähigkeiten, Kommunikation, Objekte bewegen, Astralprojektion, Geisterstoß. Moment, da kommt noch mehr. Geisterstoß, Ärgert, Säureschauer, Xael, Skator, Katalytischer, Feuerkegel, Gignomis, Feuerschlag der Flamme. Wow. Ja, diese Pfeile hier, die übersehe ich auch ganz gerne. Ich habe so einiges übersehen, glaube ich, auch im Hauptspiel. Eine gute Gelegenheit für mich, das Spiel nochmal zu spielen, um meine Wunden zu lecken. Ich muss aber geschlagen habe. Mit meiner Unaufmerksamkeit oder wie auch immer. So. Kampagnenidee unter Schaum und Gischt. Die Dorfbewohner von Krendalsklamm kennen sich mit zwei Dingen besser aus als jeder sonst auf dem Witwenmeer, wie man einen sturen Hering angelt und wie dieser sture Hering schmeckt, wenn er über dem Feuer geröstet wurde. Das Leben hier ist simpel, etwas behäbig und selten gefährlich. Ich habe im ersten Durchgang das gleiche gewählt, erinnere mich. Bis das Verschwinden der Kinder begann. Es begann mit dem Sohn des Braumeisters, dann die Tochter des Schmieds, dann der Neffe des Jägers und danach weitere. Berufe erreichten die Monsterjäger-Gilde. Doch nicht viele Leute reisen bis nach Krendalsklamm. Ein gutherziger Einwohner, Krendals Captain Dennis Salt, segelte selbst zum Roggenhafen und brachte seine Bitte dem Gildemeister vor. Damit wurde der Hilferuf endlich erhört. Aber wird es genug sein? Durchgestrichen, der ewige Gefangene, niemand weiß, wer die Zelle im Aschenzahnwald gebaut hat oder wie lange sie schon dort steht oder wie die Steine verzaubert wurden. Man weiß nur, dass ein Mann in der Zelle lebt, allein und eingesperrt seit über 600 Jahren. Der hat ein Durchhaltevermögen. Er erinnert sich nicht an seinen Namen, aber zu viele Ähnlichkeiten mit der Kampagne von der Schwarzen Mulde. So, okay, dann was anderes. Was haben wir noch? Die perfekte Stadt. Keine Stadt in Kerain konnte sich mit dem geschäftigen Straßen und glänzenden Türmen von Neu-Eden vergleichen. Achso, das ist also immer. Jetzt verstehe ich. Nee, von wegen, wir haben das gleiche gewählt. Weiß es nicht mehr genau. Das sind die Texte zu den verschiedenen Dingen, die man hier spielen könnte und wählen könnte. Ja, egal. In Vergleich. Es war nicht nur der Reichtum, die Kunstfertigkeit und die Sicherheit, die man innerhalb der Mauern von Neu-Eden fand. Nein,
Es war die völlige Abwesenheit von täglichem Bösen, Krankheit, Hunger, Diebstahl. Die Bürger von Neu-Eden hatten perfekte Familien und perfekte Leben. Benachbarte Königreiche wollten verzweifelt Allianzen, doch Neu-Eden blieb eigenständig in all seiner Perfektion. Doch Perfektion hat ihren Preis. Rubine und Feuer. Anwohner nennen ihn Tochterflamme, doch der Berg hat ältere Namen. Blutspitze, Karmesin, Pelz und, falls man den richtigen verhunzelten Historikern fragt, Karstas, Thron des Ältesten. Er erstreckt sich bis in die Wolken und verdeckt den Himmel mit einem endlosen Schleier aus Ruß. Er zog auch viele Reisende an, die nach dem legendären Schatz in seinem Inneren suchten. Der Ziegenkönig Oseus baute die Schatzkammer in längst vergessenen Tagen und überließ ihre Bewachung seinen zwei unsterblichen Söhnen. Niemand konnte eine einzige Münze, einen einzigen Juwel oder eine einzige Krone stehlen. Niemand, der es überlebte. Lachend sterben, der königliche Narr Thomas Potsby war zu Lebzeiten kein lustiger Gesell, aber im Tod. Nee, das ist dämlich. So, dann als... Ich nehme das nicht so beschauliche Dorf am Meer. Ja. Zeit, meinen furchtbaren Piratenakzent rauszuholen. Arr. Doch, genau, das hatten wir damals auch schon gemacht. Ich entsinne mich wieder. Diesmal waren wir parallel. Ha. So, Zeichnung. Mikey hat's immer noch drauf, aber Elamon hat schon bessere Tage gesehen. Wir werden alle nicht jünger. So, der Leitfaden? Das habe ich Mikey geschenkt, bevor ich nach Seattle gezogen bin. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch die Hälfte davon verstehen würde. Warum denn nicht? Königreiche und Kavernen, GM-Leitfaden, also Grandmaster oder sowas, ne? Oder Gildemaster, je nachdem. Irgendwo stand's doch. Ja, egal. Zweite Ausgabe, Gebiete nicht nur über Armeen, sondern über die Essenz deiner Geschichte in der nächsten Ausgabe des weltberühmten Tabletop-Rollenspiels. So, dann haben wir dann... So, ja, den Titel kennen wir schon, den haben wir uns durchgelesen. Damit bin ich jetzt hier soweit, glaube ich, durch. Alles, was hier so die Kampagne, also diese Geschichte hier anbelangt, haben wir gemacht. So, wo geht's jetzt weiter? Nur ganz kurz auf Tipp. Ja, genau. Einen Moment mal eben. Das muss ich euch noch zeigen. Da habe ich hier die Möglichkeit übersehen, dass man hier selber Nachrichten noch eingeben kann. Und insofern gehen wir hier mal ganz kurz rein. Ja, alles, was wir gesehen haben oder was ich damals gemacht habe, ist eigentlich hier das hier, ne, euch zu sagen, ne, oh Gott, okay. Du wirst mich für das größte Mischstück der Welt halten. Und danach kam ja nichts mehr. Und hier war so ein Nachrichtenbutton. Also ich konnte hier selber Nachrichten auswählen. Das habe ich vollkommen übersehen. Sorry. Jetzt im nochmaligen Durchspielen ist es mir dann aufgefallen. Und ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch. Halten. Nee, vermutlich nicht. Ich kenne so einige Missstücke. Also, ich habe versehentlich nach rechts gewischt. Das ist urkomisch. Bitte, erzähl mir bitte, wie das passiert ist. Seufz. Kein Plan. Ich gucke ständig in meine Einstellungen. Sie sollte mir Kerle anzeigen. Vielleicht habe ich sie versehentlich umgestellt. Warte, wir haben festgestellt, warum ich in deinem Feed aufgetaucht bin. Aber warum hast du mich gewählt? Du wirst es für bescheuert halten. Lass hören. Ich hab's mit Namen. Ich gucke mir die meiste Zeit nicht mal die Fotos oder Leute an. Ich entscheide abhängig davon, ob ich mir vorstellen kann, diesen Kerl einem Freund vorzustellen oder nicht. Also dachte ich, hey Leute, das ist mein Freund Steph und es klang gut.
und ich habe nicht mal hingeguckt und uff, entschuldige die Verwirrung. Das ist eine echt interessante Art, eine Dating-App zu benutzen. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der diese Methode benutzt. Vielleicht aus gutem Grund, lol. Du wirkst jedenfalls echt cool, sorry, dass es so seltsam ist. Kein Ding, pass auf dich auf. So, ja, die Story soweit dazu. Dann habe ich hier noch ein paar Damen ausgesucht und glaube ungefähr die gleichen wie beim letzten Mal auch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Egal, hier haben wir jetzt auf jeden Fall Kylie. Und dann machen wir. Einhornjäger. Da bist du bei mir aber an der falschen Adresse. Hey, Süße, wir freuen uns, dich kennenzulernen. Sorry, wer ist wir? Ich und Brayden. Ich nehme an, Brayden ist dein Haustier, Leguan? Nein, Brayden ist mein Freund. Wir suchen nach einer Dritten. Hast du unser Profil gelesen? Ich glaube nicht. Oder vielleicht habe ich was übersehen. Jetzt mache ich das, aber jetzt mache ich ihn wieder nach. Ja. Hab ich nicht, habe ich aber. Das habe ich schon, aber der Teil muss mir entgangen sein. Tja, interessiert? What the fuck? Nein. Nein, danke. Ich muss fragen, was ist der Anreiz? Ich sag mal, nein, danke. Ich bin geschmeichelt, aber nein, ich stehe nicht auf Kerle. Anscheinend wirst du geghostet. Du kannst diesem Benutzer diese Nutzerin keine Nachricht mehr schicken. Oh, das hat sich dann sehr schnell erledigt. Okay, dann hier, hello. Ah, Mikey hat uns angeschrieben. So, Moment. Also das vom 19., das haben wir soweit ja abgeschlossen, glaube ich. Also hier, ne, also das mit dem Vorort von Denver oder so. Haha, siehst du, das wäre ein guter Ort für den Umzug gewesen. Nein, es ist mitten im Nirgendwo. Lange Geschichte, genau, das kennen wir. Aber hier geht's jetzt weiter. Hey, hast du das Paket schon aufgemacht, das ich dir geschickt habe? Ja, gerade eben. Antworten, hey, lass uns spielen. Es wird seltsam sein, aber unterhaltsam. Hier, ganz klar. Alter, es ist viel zu lange her. Ich kann es kaum erwarten, Elamon wieder zu meucheln. Lol, typisch Steph Ringwich. So, okay, so viel dazu. Dann haben wir das auch erledigt. Wir müssen jetzt noch ein Poster aufhängen. Überprüfe den Lüftungsschacht. Das muss man auch noch machen. Erledige Radio-Show-Aufgaben. Damit sind wir dann natürlich noch nicht durch. Okay, was sagt denn die Zeit? Boah, das geht, glaube ich, noch. So, also. Das hatte ich erledigt mit den sogenannten Neuerscheinungen. Die Belüftung. All die Jahre als Bühnenbildnerin in der Schule haben mich auf diesen Moment vorbereitet. Oh, ich brauche bloß ein paar Schrauben. Sollte zu schaffen sein. Oh mein Gott, das Tier haust in den Wänden. Hey, du da! Ich komme morgen mit Febrés und einem Besen zurück. Also fass das als Warnung auf. Ich wette, das Tier miaut, ist schwarz und hat Krallen. So. Gitarrengemälde, das haben wir uns ja schon angesehen. Auch, glaubt ihr, das mit den Hunden und so. Ein Poster soll es sein. Irgendwo hier müssen Poster rum existieren. Andere haben wir ja schon hier alles gemacht mit der Warteliste und so weiter und so fort. Ah, da hinten sind die Poster. Bin mir gar nicht so sicher. Haben wir die uns schon angesehen? Wenn auf einem davon steht, ich soll tanzen, als sehe niemand zu, gönne ich mir Insta einen Drink. Ja. Dann wählen wir mal. Eines davon könnte gehen. Women of Power. Ups, verlassen. Ups. Wehe, das wird dem Mysterium nicht gerecht. Ups, we destroyed the world. Cool.
Telefon. Es geht mit den nächsten Aufgaben weiter. Ja, dann würde ich sagen, betreten wir mal hier die Kabine. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich je über einen Bürojob freue. Und für alles ein erstes Mal. So, wer da anruft, werden wir erfahren. Aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute. Und genießt die Zeit.